Im dieswöchigen Leitartikel stelle ich mir die Frage, ist die FPÖ eigentlich schon in der Regierung angekommen? Warum diese Frage? Sie hat sich in dieser vergangenen Woche die von Innenminister Herbert Kickl, seinem sogenannten Medienerlass, also dem Erlass aus seinem Haus, und vor allem vom Umgang des Ministers damit geprägt war. Das sind ein paar Auffälligkeiten zu beobachten. Erstens einmal, Innenminister Kickl hat richtig Pech. Die BVD-Affäre passiert ohne sein Schuld, ohne sein Zutun, da war die Justiz schuld. Der Erlass passiert, ohne dass er davon wusste, da war angeblich ein subalterner Mitarbeiter schuld. Das ist der erste Punkt. Ein Ministeramt geht auch mit einer Ministerverantwortung einher. Und diese Verantwortung, das war in der Vorwoche zu beobachten, ist offensichtlich Kickl nicht immer bereit wahrzunehmen. Der zweite Punkt ist, ein Regierungsamt ist ein Amt in einem Staatsgefüge. Das ist nicht zu vergleichen mit einer Oppositionspartei. Wenn man zugesehen hat, wie sich Innenminister Kickl vergangene Woche im Parlament bei einer dringlichen Anfrage zu rechtfertigen versucht hat, dann hat er das getan im Stile eines aggressiven Oppositionspolitikers. Er hat die anderen Abgeordneten, das Parlament in einem Ausmaß verhöhnt, dass sogar Nationalratspräsident Sobotka sich bemüßigt gefühlt hat, ihn daran zu ermahnen, die Würde des Hauses zu achten. Dazu muss man wissen, Sobotka war selbst Innenminister. Er war durchaus eine Rabiatperle im Amt. Er wusste aber schon, was jetzt Parteipolitik ist und was das Amt ist. Das ist der dritte Punkt bei dem Erlass aus dem Innenministerium. Darin wird die Polizei aufgefordert, bestimmte Teile von Straftaten zu kommunizieren, nämlich sexuelle Übergriffe im öffentlichen Raum, proaktiv zu kommunizieren und bestimmte andere weniger. Das heißt, sexuelle Übergriffe in den eigenen vier Wänden. Die machen den Großteil von sexuellen Straftaten aus. Der gefährlichste Mann im Leben einer Frau ist statistisch betrachtet in Österreich der Vater, der Bruder, der Onkel, der Ehemann. Wenn man die Polizei jetzt anweist, nur die anderen 10% groß zu kommunizieren, ist das eigentlich ein Aufruf zur Propaganda. Die Polizei ist aber keine Vorfeldorganisation der FPÖ, sondern die ist ein Teil der Staatsgewalt. Aus all diesen Ingredienzien und Bausteinen kombiniert mit dem doch sehr eigenartigen Verständnis von Pressefreiheit, das die FPÖ nicht nur bei diesem Erlass, sondern immer wieder an den Tag legt, dann stellt sich schon die Frage, wie sehr ist die FPÖ in der Regierung angekommen?